Vielleicht hast du schon einmal in sozialen Netzwerken Grafiken in dieser Art und Weise von den Piraten gesehen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach mit einem Smartphone eigene Bilder in ähnlicher Art und Weise bearbeiten kannst. Die Hintergrundinformationen findest du natürlich im Wiki der Piraten. Der Link ist etwas lang, deshalb gibt es hier noch einmal eine Kurzform von dem Link. Wenn du auf den Link gehst, kommst du ins Wiki. Dort findest du, wie gesagt, die Hintergrundinformationen und es gibt eine kleine Einleitung. Und im unteren Bereich findest du viele Grafiken. Außerdem gibt es den Link zu einer ZIP-Datei. Die ZIP-Datei lade ich jetzt einmal runter auf meinem Rechner. Und ich habe schon mein Smartphone, mein Android, mit dem Rechner verbunden und speichere dort die ZIP-Datei in dem Fotoordner. Ich entpacke die Datei dort. Und nachdem ich sie entpackt habe, lösche ich auch gleich die ZIP-Datei, um Platz zu sparen. Und das sind dann die Grafiken, die in dem Ordner drin liegen. Jetzt benutze ich mein Smartphone und gehe dort in den Play Store. In dem Play Store suche ich die App Foto Editor, eine kleine App zur Fotobearbeitung. Ich installiere die App, die ganz normalen Schritte, und öffne sie. Wenn du später auf deinem Smartphone den Editor suchst, das ist dieses kleine blaue Icon mit der Kamera. Wenn die App geöffnet wird, habe ich eine Auswahl, was ich machen möchte. Ich öffne die Galerie und suche mir dort ein Bild aus. Ich nehme jetzt als Beispiel mal ein Bild vom Wahlkampfauftakt der Piraten in Frankfurt. Unten in der App ist jetzt eine Scrollleiste, die kann man horizontal scrollen. Ich gehe zu dem Punkt Text und Bild. Klicke da drauf und dann kommt so ein grünes Pluszeichen. Da drücke ich nochmal drauf und es öffnet sich ein kleines Submenü und ich klicke auf Bild einfügen. In dem nächsten Fenster achte ich darauf, dass der Haken Behalte Seitenverhältnis gesetzt ist und klicke auf Ändere das Bild. Jetzt gehe ich in den Ordner Foto Pimp Bilder. Das ist der, den wir vorher mit der runtergeladenen ZIP-Datei erstellt haben und wähle eine der Grafiken aus. Hier wieder gucken, ist der Haken Behalte Seitenverhältnis gesetzt und dann klicke ich auf Anwenden und schwupps ist die Grafik auf meinem Bild. Die weißen Punkte in den Ecken, die Greifer, damit kann ich die Größe ändern und oben kann ich den Winkel ändern, wenn ich die Grafik schief stellen möchte. Ich verschiebe die Grafik ein wenig, passe die Größe noch so an, dass es mir ganz gut gefällt, noch ein bisschen in die Ecke. So ist es ganz gut. Jetzt klicke ich oben auf den grünen Haken und dann könnte ich die Datei jetzt speichern, wenn ich danach nochmal auf die Diskette klicke und könnte auswählen, was ich machen will. Speichern oder teilen. Ich mache aber schließen jetzt, weil ich noch was anderes vorhabe. Ich klicke nochmal auf das grüne Pluszeichen, das jetzt erscheint und wähle jetzt den Reiter für Text einfügen. Jetzt schreibe ich mal ein Wort rein, was auf der Grafik erscheinen muss, klicke auf den Reiter Eigenschaften und stelle erstmal die Umrissbreite auf 0, damit der Text keinen Rahmen bekommt. Danach wähle ich eine andere Schriftart aus. 6 Stück gibt es zur Auswahl. Ich wähle Sans Serif Bold. Jetzt klicke ich noch auf den dritten Reiter, das ist der sonstige Reiter. Und setze auch dafür die Schrift das Häkchen Behalte Seitenverhältnis. Jetzt noch Anwenden klicken und die Schrift ist in der Mitte. Es gibt wieder die Greifer, mit denen ich die Größen ändern kann. Greife in die Mitte von der Grafik, verschiebe das ein bisschen. Speichere wieder über das grüne Häkchen. Drücke nochmal auf die Diskette. Könnt jetzt Teilen klicken, wenn ich irgendwie direkt zu Facebook, Twitter, Google Plus, wo auch immer die Grafik posten möchte. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich speichere die jetzt in der Galerie ab. Wunderbar, das hat geklappt. Es ist ganz einfach. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mir auf Twitter @michamo. Ich wünsche dir viel Spaß damit, viele eigene Bilder. Ich hoffe mal, was von dir zu sehen. Tschüss.